das Medium oder der Prozess unserer Zeit. Die elektronische Technologie verändert die Form und Struktur sozialer Beziehungsmuster und alle Aspekte unseres Privatlebens. Es zwingt uns, praktisch jeden Gedanken, jede Handlung und jede Institution, die bisher als selbstverständlich galten, zu überdenken und neu zu bewerten. Alles verändert sich. Du, deine Familie, deine Nachbarn, deine Ausbildung, deine Arbeit, deine Regierung, deine Beziehung zu den anderen. Und die Veränderungen sind gravierend. In Zeiten bedeutender technologischer und kultureller Umbrüche entstehen unweigerlich große Verwirrung und ein Gefühl tiefer Verzweiflung. Wir leben vor allem deswegen im Zeitalter der Angst, weil wir versuchen, die Aufgaben von heute mit den Mitteln und Methoden von gestern zu bewältigen. Und ich glaube, wir haben dort ein kleines technisches Problem. Schauen wir, das stimmt was. Medium ist die Massage. Medium ist die Massage. The 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 Medium ist the Massage. The Medium ist the Massage. Du, wie viel verdienst du? Hast du schon mal an Selbstmord gedacht? Bist du oder warst du jemals? Bist du dir der Tatsache bewusst? Ich habe hier vor mir liegen. Wie soll unsere neue Umwelt programmiert werden? Heute, da unser Leben bereits so intensiv mit dem aller anderen verknüpft ist und wir alle, ohne uns dessen bewusst zu sein, für die soziale Veränderung arbeiten. Woher kommt dieses Brummen? Das Buch ist eine Erweiterung des Auges. Die Kleidung, eine Erweiterung der Haut. Der elektrische Schaltkreis, eine Erweiterung des zentralen Nervensystems. Alle Medien kränkeln uns völlig um. Sie sind so weitreichend in ihren persönlichen, politischen, wirtschaftlichen, ästhetischen, psychologischen, moralischen, ethischen und sozialen Konsequenzen, dass sie keinen Teil von uns unangetastet, unberührt und unverändert lassen. Das Medium ist die Massage. Jedes Verständnis sozialer und kultureller Veränderungen ist unmöglich, wenn man nicht weiß, wie Medien als Umwelt funktionieren. Alle Medien sind Erweiterungen einer psychischen und physischen Fähigkeit des Menschen. Ha 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 ha!
man darf nicht voreingenommen sein. Und man muss akzeptieren, dass ein Geräusch und dass ein Mann ist. Man muss sich von Illusionen wie Ordnung, Ausdruck von Gefühlen und den ganzen überlieferten städtischen Geschwätz frei machen. Der höchste Zweck ist es, keinen Zweck zu verfolgen. So kommt man in Einklang mit der Natur, mit ihrer Funktionsweise. Jeder sitzt auf dem besten Platz. Alles, was wir tun, ist Musik. Theater findet immer statt, egal wo man gerade ist. Kunst hilft einem nur, das zu erkennen. Ich solle mit dem weitermachen, was ich tue, mit der Verbreitung von Lust und Revolution. Mitte macht das Rad. Ton formt man zu einem Krug. Die Leere in der Mitte macht das Gefäß. Darum, die Form entsteht aus dem Sein. Die Verwendung aus dem Nichtsein. Unsinn.